Grüß Gott, herzlich willkommen hier im Haus der Kathedrale zu Dresden. Herzlich willkommen auch daheim an den Radio- und Fernsehgeräten. Russland, über dieses Land hat der Dichter Tjutschew mal gesagt, man könne es mit dem Verstand nicht begreifen, an Russland muss man einfach glauben. Russland auch ein Land, das viele Berührungspunkte hat mit Deutschland, mit der deutschen Geschichte. Und das gilt natürlich besonders für die Menschen hier in dieser Region. Und aus dieser Region stammt unser erster Gast. Er ist in Colditz, 60, 70 Kilometer von hier geboren, 1988 hier in Dresden von Bischof Reinhold zum Priester geweiht worden, ist bald danach dann nach Russland gegangen, wo er 1998 dann zum Bischof geweiht wurde, ich glaube damals als jüngsten Bischof weltweit. Herzlich willkommen, Bischof Clemens Pickel aus Saratow. Unser zweiter Gast, der hat ein bisschen einen anderen Lebenslauf. Er ist im katholischen Bayern geboren und aufgewachsen. Er war dann Pfarrer mehrerer Gemeinden in der Diözese Augsburg, unter anderem auch zuständig für Selig- und Heiligsprechungsverfahren, bis er dann im Jahr 2000 auch einen Ruf nach Russland erhielt. Was es damit auf sich hat, das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Pfarrer Erich Maria Fink. Ja, Herr Bischof Pickel, ich habe den Dichter eben zitiert, aber da liegt natürlich dann eine ganz andere Frage auf der Zunge, nämlich die, ob nach 70 Jahren Kommunismus in Russland nicht Russland erst wieder das Glauben lernen muss. Wie war das damals, als Sie als junger Priester nach Russland kamen? Was haben Sie da an Glauben noch vorgefunden? Ich bin nach Russland gegangen wegen tiefgläubiger Leute, die gewartet haben, dass Priester kommen. Ich habe von denen gewusst durch Briefverbindung, die ich hatte, und ich wusste, die Leute haben keine Priester mehr seit Jahrzehnten. Deswegen habe ich meinen Bischof gefragt, gebeten, ob er mich gehen lässt. Und er hat eingewilligt. Und so hat er mich für 3 Jahre gehen lassen. Ich habe das auch als Schutz verstanden, nur für 3 Jahre. Denn wer weiß, was alles noch kommt. Die ersten 2 Monate besonders waren schwer. Obwohl ich viel Not dort gesehen habe und gespürt habe, man muss helfen, hat es mich schnell wieder nach Hause gezogen. Und ich habe überlegt, wie ich wenigstens ein Jahr über die Runden komme. Aber dann habe ich so innerhalb der ersten 2 Monate so starke Leute im Glauben kennengelernt, die mir als Priester, Laien, die mir als Priester ein gutes Beispiel gegeben haben, dass ich mir dann so mit der Zeit gedacht habe, also wenn ich hier bleiben könnte, wäre es für mich schwachen Menschen das Allerbeste. Und dann kamen diese Briefe, vielleicht darf ich noch ein bisschen bleiben, und er hat es auch verlängert. Und als dann eines Tages die Ernennung zum Bischof kam, war es wirklich ein Schock und ein Schreck, und ich habe versucht, mich rauszureden mit vielen Gründen. Aber die kleine Freude, die gleich mitspielte vom ersten Tag an, war praktisch, jetzt holt mich hier niemand mehr weg. Ja, in der DDR, da hatte man ja in der Schule Russisch, aber ich vermute mal, Pfarrer Fink, Sie hatten in der Schule kein Russisch. Dennoch hatten Sie schon früh in Ihrem Leben den Wunsch, etwas für Russland zu tun, etwas für die Menschen zu tun. Wieso? Wir hatten in unserer Familie familiäre Probleme. Und wir haben Zuflucht genommen zum Gebet. Da hörte ich mit 10, 12 Jahren die Botschaft von Fatima. Und wir haben begriffen, wenn wir Rosenkranz miteinander beten, dann gibt es eine gewisse Hoffnung. Aber außer den familiären Problemen hörte ich natürlich davon Russland. Und ich habe mir als Bub schon gedacht, also wenn das so ist, wenn von Russland so viel abhängt, dann möchte ich mal dafür arbeiten. In Russland. Woher das kam, das kann ich auch noch mit dem lieben Gott erklären. Als 10-, 12-Jähriger der Wunsch, und ich habe begriffen, die Gottesmutter gibt uns eine besondere Verantwortung mit auf den Weg für Russland. Und dass man nicht nur betet für die Bekehrung von Russland, sondern dass da in mir der Wunsch erwacht ist, wenn der Friede in der Welt abhängt von Russland, dann möchte ich mal dort arbeiten. Herr Bischof Pickel, kehren wir zurück nach Moskau. Wenn ein Tourist heute Moskau besucht, dann wird er vor allen Dingen eines sehen, auch teilweise viel Reichtum, viel Luxus. Er wird
viele schön restaurierte Kirchen sehen. Ich glaube allein 500 wunderbar restaurierte orthodoxen Kirchen. Aber entspricht das der Realität des Zustandes des Glaubenslebens in Russland? Also wir sagen insgesamt, Moskau ist nicht Russland. Russland ist ein weites Land und Provinz, und diese einzelnen Städte, die inzwischen wieder zu was gekommen sind, besonders Moskau und St. Petersburg, sind Weltstädte, wo das Geld fließt, in der Wirtschaft und in der Kirche weiß ich nicht so Bescheid. Aber 500 Kirchen sind tatsächlich wieder errichtet oder also restauriert oder neu gebaut, und irgendwoher muss es ja kommen. Die Erlöserkathedrale, die große, schöne Kirche, hat sicher, also das ist ganz sicher und ist kein Geheimnis, auch mit den Kassen der Stadt Moskau zu tun. Das kann die orthodoxe Kirche alleine nicht, denn im Kommunismus haben alle Kirchen gelitten und jede Kirche hatte ihre Märtyrer. Dass jetzt Moskau wieder so glänzt, denke ich, ist normal für eine Hauptstadt. Besonders die Hauptstadt des Landes ist ja der Punkt, wo die Ausländer reinkommen, Touristen und Leute der Wirtschaft und so weiter. Das heißt, Moskau zeigt sich als leuchtende Stadt mit Perspektive für die Zukunft. Aber wir können es wirklich nicht vergleichen mit dem weiten Land. In Saratow zum Beispiel, Saratow, die Stadt, wo ich wohne, hat 820.000 Einwohner. Da gibt es inzwischen wieder 7 orthodoxe Kirchen. Es gab in Sowjetzeiten eine nur noch, alles andere war zerstört oder geschlossen. Die Ikonen waren alle in diese eine Kirche gebracht worden. Und deswegen waren die Wände dort alle voll mit Ikonen. Inzwischen gibt es wieder 7 und unsere katholische Kathedrale. Auch früher gab es eine katholische Kathedrale, Saratow war Bischofssitz, aber unsere Strukturen entwickeln sich viel langsamer wieder als die Strukturen der russisch-orthodoxen Kirche. Das kann man sehr, sehr deutlich sehen, dass wir erstens mal eine Mini-Kirche sind. Also bei uns im Bistum zählen wir 0,05% Katholiken. Aber orthodoxe Christen, da weichen die Statistiken voneinander ab. Möglicherweise 60-70% Getaufte. Orthodox Getaufte. Und es gibt wieder Seminare. Fast jedes orthodoxe Bistum hat sein eigenes Priesterseminar. Das kirchliche Leben blüht wieder auf. Aber für meine Begriffe, manchmal, das sage ich nicht kritisch, sondern mit Verwunderung, für meine Begriffe manchmal sehr eigentümlich schnell. Also ich sehe, wie lange unsere Leute brauchen, um praktisch wieder zum Glauben zu kommen. Ich kann nicht einfach sagen, so, jetzt haben wir wieder einen Priester, jetzt haben wir mal das Vaterunser wieder gelernt, jetzt gehen wir sonntags wieder zur Kirche, jetzt seid ihr alle wieder katholisch. Und ich denke, so ähnlich ist es ja auch mit anderen Konfessionen, egal ob evangelisch oder orthodox. Nach diesen 70 Jahren Verfolgung wieder den Glauben einzupflanzen, ist ein sehr langwieriger Prozess. Vor 15 Jahren, als die ersten beiden katholischen Bischöfe ernannt waren für Russland, einer nach Moskau, einer nach Novosibirsk, also europäisch und asiatisches Russland, da ist einer von beiden nach Deutschland gekommen und hat gebettelt, gebt uns heute 10 Priester und in 10 Jahren geben wir euch 20 zurück. Die 10 Jahre sind längst um, aber Russland kann nicht so schnell. Das geht alles nur sehr, sehr langsam, und ich bin kein Prophet, also ich weiß nicht, ob es noch eine Generation braucht oder mehr, bis der Glaube wieder Wurzeln hat in den Herzen der Leute. Das heißt, auch wenn wir in Moskau eben besonders oder in anderen großen Weltstädten in Russland, wenn wir da wieder blühendes kirchliches Leben sehen, dürfen wir nicht vergessen, dass da immer wieder noch viel Stütze gebraucht wird und immer wieder gegossen werden muss, damit auch wirklich Wurzeln wachsen. Zurzeit, würde ich sagen, ist keine der Kirchen, egal ob die kleinen oder die großen, keine der Kirchen in Russland geistlich so stark, dass sie praktisch wirklich schon wieder auf eigenen Füßen steht. Herr Bischof Hickel, steigen wir mal ein in die Diskussion um die vielfältigen Aufgaben, die Sie haben. Ich glaube, Sie haben mal gesagt, eine wichtige Aufgabe in Russland ist, den Menschen zu zeigen, dass sie eine menschliche Würde besitzen, denn vielen Menschen dort ist es gar nicht bewusst, dass sie eine menschliche Würde besitzen. Ist das der Grund, warum es in Russland so viele Probleme gibt? Also es gibt diese Mentalität, dieses Gefühl, ich bin ja niemand. Und das steckte in der Ideologie drin, im Kommunismus. Ne? Jeder war ein Rädchen im großen Werk, das für die Zukunft gearbeitet hat, aber im Grunde